Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skywars. Und zwar heute mal mit einem kleinen Thema. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, so über ein Thema zu reden. Keine Ahnung, wie das bei euch ankommt. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, dass ich über so ein Thema halt rede, während ich zocke. Na, jedenfalls, das Thema soll heute sein: Fortnite. Ob es das neue Minecraft ist. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass hier oben jemand ist und ich den jetzt gleich klatschen werde. Weil ich sonst tot bin. Okay, er checkt sich ganz. Auch gut. Der hätten wir los. Okay. Also, ist Fortnite das neue Minecraft? Erstmal, ich mag beide Spiele sehr gerne. Komm, jetzt an nächste oder was? Wie sicherlich alle mitbekommen haben, genießt ja Fortnite aktuell einen ziemlich großen Hype. Vollkommen zu Recht auch, finde ich. Trotzdem wollte ich darüber einfach mal reden, ob das Minecraft ablösen würde oder könnte, denn wie man mitbekommen hat, die Minecraft-Zahlen gehen auf jeden Fall runter. Gerade auf dem Gommel-Server, wo ich gerade spiele hier, es gehen die Zahlen extrem zurück. Das ist richtig krass. Das war noch nie so sehr. Eigentlich zu jeder Tageszeit gibt es jetzt nicht mehr als 5.000-6.000 aktive Spieler. Das war noch nie so. Das ist wirklich erstes Mal so. Ich erinnere mich noch vor 2 Jahren so. Ich hatte richtig Struggle, auf den Server überhaupt draufzukommen, weil der halt immer voll war. Er war immer voll einfach. Und der, daran sieht man einfach, dass Minecraft, der Hype davon extrem zurückgeht. Was ich auch verstehen kann. Andererseits natürlich ziemlich schade finde, da mir Minecraft sehr viel Spaß macht. Und manche Spielmodi einfach nicht mehr spielbar sind, weil es eben keiner mehr spielt. Oh, komm schon, komm schon. Okay, ich bin hier gerade. Also, das ist richtig scheiße, dass ich keine gute Waffe habe hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Eigentlich, ich würde sagen, die beliebteste Ausführung von Minecraft ist ja eigentlich Minecraft PvP. Schon immer gewesen. Seit Varro. Und seit Minecraft 1.8 gab es kein Update mehr, das irgendwie PvP richtig nach vorne gebracht hätte. Diese ganzen neuen PvP-Systeme sind halt ehrlich gesagt kompletter Müll einfach. Es ist einfach so. Und es kommen auch keine neuen Spielmodi raus, weil eben keine neuen Möglichkeiten geschaffen werden von Mojang. Das ist das große Problem, deswegen stirbt Minecraft auch langsam aus. Weil da einfach nichts Neues dazukommt und deswegen ist auch Fortnite so stark, weil sie eben ständig neue Updates raushauen. Sie bringen ein neues Update nach dem anderen, eine neue Waffe nach der anderen und gehen vor allem auf die Wünsche der Spieler ein. Wenn eine Waffe zu stark ist, dann patchen sie sie raus oder machen sie schwächer. Wenn eine Waffe zu schwach ist oder irgendwie, machen sie sie stärker. Sie verändern richtig viele Sachen, machen richtig viele coole neue Updates rein. Und das ist halt bei Minecraft überhaupt nicht der Fall. Deswegen aktuell, da muss man gar nicht drüber streiten, ist Fortnite deutlich beliebter als Minecraft. Die Frage ist nur, wird Minecraft abgelöst von Fortnite dauerhaft oder nicht? Meine Meinung dazu ist einfach mal, ich kann es mir nicht vorstellen wirklich, dass Minecraft einfach komplett ausstirbt, auch wenn gerade sehr danach aussieht, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass es komplett weg sein wird. Es wird immer Leute geben, die es auch spielen wird und irgendwann, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, werden die Developer mal ein ordentliches Update wieder raushauen. Und irgendwie, diese Runde ist richtig seltsam, ne? Ich habe einfach fast keine Rüstung, kein Schwert. Und, ach, diese Runde ist richtig komisch. Jedenfalls zurück zum Thema. Irgendwann werden die Minecraft-Developer was machen müssen. Denn sonst hat es keine Zukunft. Richtig viele große Minecraft-YouTuber, zum Beispiel auch German Let's Play oder sowas, springen auch ab von Minecraft PvP. Der hat ja früher auch viel Skywars oder sowas gebracht oder davor noch Bed Wars, viel. Aber das macht er jetzt auch nicht mehr. Weil es einfach nicht mehr keine neuen Sachen mehr gibt und weil es ausgelutscht ist langsam. Es gibt tausende Folgen Skywars, tausende Folgen Bed Wars auf YouTube. Gott. Und es gibt halt nichts Neues mehr. Deswegen wollen die Zuschauer das auch nicht mehr wirklich sehen. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man abspringt. Natürlich finde ich es schade, weil ich werde nie sowas wie Roleplay machen wollen. Also
keine Ahnung, damit kann ich mich nicht identifizieren, aber das ist das neue Minecraft auf jeden Fall. Darüber lässt sich nicht streiten. Das floriert gerade extrem. Wobei es nie so stark, oder nicht so stark ist, wie PvP mal war. Sag mal, Team die da oben? Oder was machen die? Ne, okay, die wollen sich schon fighten. Ja gut, die haben beide deutlich besseren Stuff als ich. Das könnte auf jeden Fall geil werden. Und ja, ich denke halt, dass Fortnite extrem ausgeschlachtet wird auch aktuell. Wenn man das Ganze einfach sich so ansieht, es werden so viele Videos produziert, richtig viele YouTuber machen Daily-Videos, machen richtig lange Streams von Fortnite, oft nicht nur wegen dem Spaß am Spiel, sondern auch wegen dem Fame einfach und wegen den Aufrufen und dem Geld und dem ganzen Zeug, was sie damit verdienen, der Aufmerksamkeit einfach. Und das finde ich auch ziemlich schade, dass sie das Spiel so krass ausschlachten, weil auf langfristige Sicht, wenn die Developer nicht mehr schnell hinterherkommen, als die YouTuber und Streamer das Ganze ausschlachten, dann wird Fortnite früher oder später aussterben. Oder nicht aussterben, aber der Hype wird auf jeden Fall verschwinden. Und das denke ich eben auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Fortnite irrelevant ist. Es klingt hart und vielleicht aktuell relativ unvorstellbar oder schwer vorstellbar, aber ich denke, dass es auf jeden Fall so passieren wird. Minecraft hat einen extremen Vorteil im Gegensatz zu Fortnite, dass es sehr viele unterschiedliche Spielmodi gibt, die sich halt überhaupt nicht ähneln oder so. Wow, als ob ich gewonnen hätte. Yo, mit Holzschwert und fast keine Rüstung. Na easy, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, das sind wir in der nächsten Runde. Und um jetzt mal gleich die Frage zu beantworten, wird Minecraft abgelöst von Fortnite? Ich persönlich denke nicht, einfach weil Fortnite auf Dauer gesehen nicht so viel Abwechslung bietet wie Minecraft. Das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich gerade die ganze Zeit sage, aber trotzdem, bei Minecraft gibt es richtig viele verschiedene Spielmodi, die halt nicht wirklich viel miteinander zu tun haben und deswegen ist das Ganze sehr abwechslungsreich. Bei Fortnite ist das Ganze halt nicht so ganz möglich, glaube ich. Also ich bin jetzt auch kein Experte oder so, was Spiele angeht, aber ich denke, das ist meine eigene Meinung, dass Fortnite zumindest nicht auf Dauer so ein Spiel wie Minecraft ablösen kann. Ich weiß, die Spielerzahlen gehen extrem zurück von Minecraft und ich denke, das wird sich auch noch eine Weile so halten, solange bis eben der Fortnite-Hype langsam aufhört. Aber ich denke, das wird nicht allzu lange, ich denke, im halben Jahr, denke ich einfach mal, wird kaum noch jemand Fortnite spielen. Ich weiß nicht, selbst mit den ganz vielen Updates und so, ist es einfach kein langlebiges Spiel, so wie Minecraft. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und das gibt es bei Fortnite einfach nicht so. Und ich muss mich ganz kurz konzentrieren, damit der Typ mich hier nicht hier killt. Wo ist der überhaupt? Da. Okay, wenn ich jetzt hier im Baum runtergehe. Na komm. Oh. Komm, ich schau mal ab. Als ob der Typ kein Knockback bekommt. Nein. Oh, knapp. Ich hätte drauf gehen müssen, schade. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall mal ab in die Kommentare schreiben und auch oben abstimmen jetzt hier. Was denn eure Meinung dazu ist, wird Minecraft aussterben? Und wird Fortnite das neue Minecraft werden? Stimmt auf jeden Fall mal oben ab und schreibt auch in die Kommentare. Da können wir dann gerne diskutieren. Bitte immer sachlich bleiben, ne? Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt hier richtig geilen Stuff quasi bekommen. Was genau macht der Typ jetzt da? Nein. Ist halt nicht sein Ernst, oder? Du willst nicht mit dem... Nein, Junge, mach das nicht. Okay, habe ich Wasser irgendwo? Fuck, ich hab kein Wasser. Nein. Also ich jetzt daran sterbe. Oh mein Gott, okay. Das war auf jeden Fall kritisch. Da kommt schon der nächste jetzt. Ah, geil, okay, ich muss hochgehen. Ja, okay, weggekommen noch. Sehr schön, ich habe auf jeden Fall eine Perle, das heißt, ich kann mich retten. Das heißt, wir können runtergehen, würde ich sagen. Okay, perfekt. So. Also, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo ich gerade war, mein Thema. Ihr könnt in die Kommentare schreiben und abstimmen, was ihr dazu meint. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet.
Und ja, wenn ich sage, dass die Developer nicht wirklich viel Neues bringen, das ist kein Hate irgendwie gegen die. Und das ganze Video hier soll auch nicht Minecraft haten oder so. Mir liegt Minecraft auf dem Herzen, deswegen mache ich auch das Video. Und es ist mir jetzt sehr wichtig, dass das Spiel nicht ausstirbt. Und ich werde auf jeden Fall auch Minecraft so lange weiterbringen, wie ihr das haben wollt. Selbst wenn ihr es nicht mehr haben wollt, werde ich es halt privat weiterspielen. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und der Typ ist jetzt, glaube ich, tot. Nee, ist er nicht, oder? Ach komm, Alter, was ist das für eine? Komm. Ja, perfekt. Okay, zweite Runde gewonnen. Und ich würde sagen, ich schließe das ganze Thema jetzt hier noch schnell ab. Lucky, nein, das war absolut einfach nur Skill. Und Equip halt. Ja, ich hoffe, dass Minecraft nicht ausstirbt. Ich denke es auch nicht. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, dazu ab in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, bewertet den Part. Haut rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.